Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt die Brot- und Kekse-Produktion oder Fabrik eher gesagt an. In der Version 1.0, das Ganze kommt, wer jetzt erwartet, von The Snake Giants, bietet das allgemeine Grundmodell. GC ist auch mit verbaut, findet ihr deswegen auch unter der Kategorie platzierbare Objekte Global Company und ihr braucht den Global Company Basismod auf Version 1.1, dass das Ganze funktioniert. Ihr braucht auch noch eine ganze andere weitere Reihe Zutaten bzw. Produktion, um das Ganze überhaupt zum Laufen zu kriegen. Prinzipiell erstmal 175.000 Anschaffung, 30 Euro Unterhaltskosten am Tag, Kekse und Brot kommt dabei raus. Ihr braucht Mehl, da könnt ihr die Mehlfabrik von The Snake nutzen ohne Probleme, und ihr braucht Zucker, da könnt ihr die Zuckerfabrik auch von The Snake oder von Edwards Modding oder nutzen. Hauptsache der Fill-Type Sugar ist da mit eingetragen. Und ihr braucht Milch, was ihr von euren Kühen bekommt. Normalerweise sollte das wohl nur mal eine Cookie-Fabrik sein, weil deswegen heißt es auch hier Cookies Factory, aber Brot kam anscheinend auch nochmal dazu. Das ist das mächtige Gerät hier. Ihr braucht dafür doch gewissen Platz, ganz klar. Das vorweg. Ansonsten habt ihr hier überall die Triggers oder ja, doch Trigger-Punkte für die Paletten. Hier haben wir einmal den Abladetrigger für Zucker. Steht leider nichts da. Deswegen zeige ich es euch hier für Mehl. Und hier hinten für Milch. Ne? So wunderschönes Schild hier drauf geklatscht. Zack, Milch. Nichts anderes. Ja, ansonsten, Global Company, öffnen wir das Ganze. Ihr seht, 160.000 Liter Zucker können eingelagert werden. Genauso wie 160.000 Zucker. Genauso wie 16.000 Liter Milch. Und 16.000 Liter Mehl. Am Ende bekommt ihr 40.000 Liter Cookies und 40.000 Liter Bread, also Brot raus. Kekse und Brot. So, ich habe das alles schon mal vorbereitet, wie man ja unschwer erkennen kann. Wenn ihr wieder Autoload habt, so wie ich, dann einfach nach unten ablassen. Und dann sollte der ganze Spaß hier auch funktionieren. Hofft man zumindest. So, na, Z. Jawohl. Es gibt nämlich nur eine Anzeige, so mehr oder weniger. Das ist ein bisschen doof, aber ist halt so. Jetzt seht ihr, 1000 Liter pro Stunde werden produziert. Wir haben 24.000 Zucker drin und ja, Mehl ist voll, Milch ist voll. Somit arbeitet jetzt das Ganze hier auch. Ich schaffe mal hier die Maschine etwas zurück, dass wir hier wiederum mehr Platz haben. Sortiere mich hier nochmal und lasse das Ganze nochmal mehr oder weniger fallen, wenn er es denn dementsprechend noch so akzeptiert. Wenn nicht, schaue ich nämlich den ganzen Spaß dann auch einfach runter. Zack, wunderbar. Dann haben wir jetzt ja noch das restliche Teil damit wieder nicht. Manchmal ist es aber auch so eine Sache, ja. Manchmal will er, manchmal will er nicht. Je nachdem, in welcher Reihenfolge das hier so steht. Gut, kann er mich auch einfach mal. Bleibt es halt so, wie es ist. Bleiben die Zwillinger hier drauf. Aber ihr seht hier 31, 15, 15, 15. Oh, und jetzt fängt der ganze Spaß an, an sich zu produzieren. Ihr seht das hier unten. Mmh, lecker Kekse. Die gehen einmal hier raus. Und auf der Seite. Mmh, lecker Brot. Ja, und das zieht sich jetzt am Ende des Tages hin. Wenn wir das Ganze mal schnell machen. So sieht hier der Brot aus. Wird schön in diesen Gitterdingern hier hingemacht. Bis 4000 Liter, diesmal auch hoch. Zack, und dann fängt das nächste an. Und die Cookies hier drüben, die arbeiten noch nach dem altbewährten Prinzip, nenne ich es jetzt einfach mal, bis 2,5 hoch. Und dann läuft der ganze Spaß auch. Gehen wir hier wieder an 8 Uhr rein. Dass uns die Sonne erhalten bleibt. Ja. Und Global Company typisch schreibt sich das bei euch natürlich in die Map mit rein, das ist ganz klar. Das heißt, ihr könnt Cookies verkaufen, die bringen richtig viel Asche, genauso wie das Brot. Heieiei, ich glaube, da muss man nichts mehr anpassen, das ist ja auf einfach, ne? Deswegen, das nur mal so vorweg gesagt. Und sobald ein Trigger dementsprechend voll ist, geht es dann zu einem nächsten, beziehungsweise die brechen dann auch selber ab. Wir haben ja hier noch einen zweiten Trigger für Brot beispielsweise, ne? Und das könnt ihr dann alles im Nachhinein halt abholen und euren Spaß dran haben. Ganz klar. Wir haben jetzt hier, gucken wir einmal, deaktiviert, weil uns ist die Milch und das Mehl ausgegangen. So, gehen wir einmal wieder hier in die 12 Uhr rein. Ihr seht schon wieder, wir haben Physik-Warnings an den ganzen Triggern. Da sind keine physikalischen Trigger, deswegen meldet das Ganze auch. Modder sagt, no problem. Wir merken es logischerweise trotzdem mit an. Vielleicht gegebenenfalls noch fixen, das wäre sehr, sehr nett. Ganz klar.
Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.